fortwährend auf und ab gegangen. Mit beiden Händen an meinen Schläfen, müssen Sie wissen. Ohne das entscheidende Wort in dem Aphorismus. Es schneit. Durch das ständige Öffnen und wieder Zumachen des Fensters war es mir unmöglich, mich zu erwärmen, sodass ich gezwungen gewesen bin, meine Pelzweste anzuziehen. Sie kennen diese Weste. Meine polnische Weste. Der sofortige Gedanke an Polen natürlich. 3 Tage Krakau und kein Gespräch. Nichts. Ich habe Ihnen ja die Skizze der Gobelins geschickt. Das Muffelwild. Ovis Musimon. Sie erinnern sich, als ich in Warschau angekommen bin, tatsächlich 6 oder 7 Schritte vor mir, der heruntergefallene Eiszapfen tötete plötzlich, ganz plötzlich müssen Sie wissen, die junge Frau, die sich herausstellte, die Frau eines jungen Agraringenieurs. Die polnischen Jagden sind jetzt sehr beliebt. Wie oft war der General in Polen? 3-mal. Ich liebe das Land. Tatsächlich wie kein anderes. Es schneit. Ununterbrochen schneit es. Zuerst kein Schnee, dann schneit es ununterbrochen. Zuerst glaubte ich, ein warmer. Aber es ist ein kalter Winter. Klar und kalt. Fortwährend habe ich gedacht, ich habe ja meine polnische Weste an. Diese Weste, die ich mir in Krakau gekauft habe. Und den Lermontow in der Weste. Dann erwärmte ich mich naturgemäß auch im Bett nicht mehr. Was mich betrifft, so bin ich nur von einer Sache fest überzeugt, sagte der Arzt. Und das wäre, fragte ich, weil ich die Ansicht eines Mannes hören wollte, der bisher geschwiegen hatte. Dass ich, sagte er, früher oder später, an einem schönen Morgen, sterben werde. Fortwährend lese ich, wie Sie wissen, Lermontov. Sherry,